Holiday, in denen eine Katze die Hauptrolle spielt. Witzig, düster, spannend. Jetzt hat Akif Pirinci sein erstes Sachbuch geschrieben und haut mit Deutschland von Sinnen so richtig auf den Putz. Denn in der Türkei geboren und in der Eifel aufgewachsen, gibt es hierzulande so einiges, das ihn in Rage bringt. Aber ganz anders, als man erwarten könnte. Denn er liebt Deutschland, das er aber manchmal, wie er sagt, im Nebel von Gutmenschentum und politischer Korrektheit kaum wiedererkennt. Herzlich willkommen, Akif Pirinci. Schön, dass Sie da sind. Wir reden auch gleich, aber erst mal zu Ihrem Buch und ein paar Ihrer interessanten Thesen. In Deutschland leben etwa 80 Millionen Menschen, davon 16 Millionen mit Migrationshintergrund, darunter rund 4 Millionen Muslime. Ausgerechnet ein türkischer Autor stellt nun die Frage, warum nur die muslimische Minderheit so viele Forderungen stellt. Warum gibt es zum Beispiel in Deutschland eine Islamkonferenz, aber keine Hindu-, griechisch-orthodoxe oder russisch-orthodoxe? Und warum brauchen andere Migranten keine eigenen Interessenvertreter? Akif Pirinci kritisiert in seinem Buch Migranten, die sich nicht anpassen wollen, und fragt sich, ob die Deutschen, die das tolerieren, noch ganz dicht sind. Pirinci kam in den 60er Jahren mit seinen Eltern nach Deutschland. Reich und berühmt wurde er mit dem Katzenkommissar Francis aus dem Bestseller Felidae. In seinem neuen Buch rechnet er vor allem mit seinen Landsleuten ab. Wenn junge Türkinnen, die in Deutschland geboren wurden, ihre Heimat kaum kennen, aber ohne Burkini nicht am Schwimmunterricht teilnehmen, dann nennt er das schon mal Kostümtürkentum. Die ach so gut gemeinten Integrationsbemühungen laufen aus dem Ruder, sagt Pirinci. Ganz schön provokant. So schonungslos hat noch keiner über Türken in Deutschland geschrieben. Ja, fangen wir doch mal bei Ihnen an. Herr Pirinci, Sie sind aus der Türkei gekommen, ich glaube mit 10 Jahren nach Deutschland. Wie ist das für Sie gewesen und wie fühlen Sie sich heute? Wo würden Sie sagen, ist Ihre Heimat? Meine Heimat ist eindeutig Deutschland. Ich habe mich in dieses Land von Anfang an, sofort von der ersten Sekunde an, total verliebt. Vor allem in die Natur, später natürlich auch in die Frauen. Und ja, es ist eindeutig Deutschland. Was hat Sie an Deutschland begeistert? Warum haben Sie sich verliebt? Da muss ja immer was sein, was einen auch anzieht und begeistert. Ja, erstmal war das für mich ein Wunder, dass mein Vater, nachdem er 3 Monate schon hier gearbeitet hat, mir ein Fahrrad kaufen konnte. In der Türkei waren wir sehr arm. Da sind Kinder Fahrrad gefahren, die sehr reiche Eltern hatten. Es waren zuerst mal sehr egoistische Gründe. Aber dieses ganze Deutschtum hat mir auch gefallen. Ja, die Wälder und dieses so ein grünes Land. Das ist Wahnsinn. Ja? Also leider wird ja durch diese grüne Ideologie die Wälder jetzt so nach und nach wieder abgeholzt, damit man da Windmühlen hinstellen kann oder sowas. Also diese Quatschenergie, diese erneuerbare oder verteuerbare Energie, Mist. Bleiben wir aber doch mal bei der Erfahrung, die Türken hier in Deutschland machen. Bei Ihnen ist das offensichtlich alles gut gelaufen. Aber es gibt gerade oft in der dritten Generation junge Menschen, die fühlen sich zerrissen. Die haben das Gefühl, sie sitzen kulturell und auch sprachlich zwischen allen Stühlen. Was ist denn da schiefgelaufen? Da ist gar nicht schiefgelaufen. Die fühlen sich auch gar nicht zerrissen. So etwas gibt es in Wirklichkeit nicht. Das reden sie den Deutschen nur ein, ja, damit sie so von hinten bis vorne bedient werden, ja. Zum Beispiel in der Schule senkt man ja das Leistungsniveau immer mehr runter. Das sind alles eigentlich Quatschbehauptungen von Soziologen, dass sie sich innerlich zerrissen fühlen würden, dass wenn sie durch die Straße gehen, sich fragen würden, ob bin ich ein Türke oder ein Araber oder ein Deutscher oder sowas. Das sind eigentlich, werden diese Untersuchungen ja in Auftrag gegeben von der Regierung für Soziologieinstitute. Ja, und diese Leute dort in diesen Soziologieinstituten verdienen ja auch damit sehr viel Geld, dass sie den deutschen Politikern so einen Blödsinn einreden. Sowas gibt's gar nicht wie eine Identität. Man ist da, wo man lebt halt. Ich meine, abgesehen davon, wenn sie sich so zerrissen fühlen, wenn sie sich hier nicht wohlfühlen, dann können sie abhauen zu ihrer Heimat wieder. Das ist ganz einfach. Das ist der alte Spruch, den man ja früher auch gerne dann gesagt hat, dann geh doch rüber, so ungefähr. Jetzt trotzdem will ich da nochmal drauf beharren. Also Sie haben uns jetzt erklärt, warum die Soziologen das ganz gut finden, weil sie damit verdienen. Aber warum machen es denn die Türken, also ihre Landsleute? Welchen Grund sollten die haben, es sich hier selber schwer zu machen? Ja, also da spielt die Islamisierung ja auch eine große Rolle. Ja, das ist, also als ich nach Deutschland kam, gab es wirklich, ich schwöre es Ihnen, kein
keine türkische Frau ist da mit dem Kopftuch rumgerannt. Heute rennen sie sogar mit einem Schleier durch die Gegend. Mhm. Ja? Mhm. Und dass man sich sowas überhaupt gefallen lässt. Also ich könnte wirklich wütend werden, wenn ich mir sowas anschauen muss. Ja? Das ist so entgegengekommen. Es war ja früher so, als wir hinkamen, waren wir sozusagen für die Deutschen da. Man wollte von meinen Eltern die Arbeitskraft. Mhm. Das hat sich durch diese grün versiffte Politik, grün-rot versiffte Politik, alles umgedreht. Jetzt sind das Einwanderungsland ist jetzt für die Einwanderer da. Mhm. Ja? Die nächste Stufe wird sein, dass man sie zu Heiligen oder sowas erklärt. Mhm. Ja? Was Sie hier natürlich machen, das sind Ihre Ansichten und Überzeugungen, politisch sehr unkorrekt. Ja. Ja? Also da kann ich mir vorstellen, stehen jetzt schon viele auf den Barrikaden und sagen, ja, wie kann der sowas von sich geben? Ja. Insgesamt geht es in Ihrem Buch ja jetzt nicht nur um Migranten, sondern überhaupt um diese Gutmenschen und diese politisch Überkorrekten. Sind das die Deutschen, die da besonders... Das ist vor allem die grün-rot versiffte Politik, die mittlerweile auch die CDU, sogenannte konservative Partei, absolut unkenntlich gemacht hat. Es gibt zum Beispiel in der CDU, werden Sie keinen einzigen mehr finden, der über diese Abtreibungssache noch ein Wort verliert. Ich glaube, letztens hat mal einer mal aufgemuckt oder sowas, da hat gesagt, ich bin damit nicht so einverstanden. Den haben sie wieder sofort zusammengeknüppelt. Mhm. Und ja, man kann sagen, die Kindersexpartei, die Grünen, haben dieses Land kaputt gemacht. Also man merkt, wenn wir uns hier unterhalten, da ist sehr viel Aggression und Wut. Ich glaube, Thilo Sarrazin wirkt wie ein Weichei gegen Sie. Was wollen Sie denn bewirken? Was mit Ihrem Buch? Ich möchte mein altes Deutschland wieder haben. Es war so toll, dieses Land. Absolut toll. Ja? Wir sind also das Deutschland der 60er Jahre, oder? Nein, nicht. Nein, ich bin nicht so nostalgisch. Ich möchte ein Deutschland haben, wo ich, in dem ich durch die Straßen gehe und mich nicht wie in Orient oder in Iran oder sowas fühle. Ja? Ich weiß nicht. Wie gesagt, wir sind hier hingekommen, weil das besser war als da, woher wir stammten. Mhm. Und ich finde das alles hier toll und ich möchte auch, dass das einen westlichen Charakter erhält. Also, wie gesagt, mein Buch handelt nicht nur von Einwanderern oder sowas, sondern vielen Sachen, zum Beispiel auch von den öffentlich-rechtlichen Sendern. Das Kapitel heißt, mit dem Arschloch sieht man besser. Und ich möchte mein altes Deutschland wieder haben und ich werde es auch bekommen. Wir sind gespannt, Akif Pirinci. Jedenfalls war es interessant, Ihre Thesen hier heute mal zu hören. Deutschland von Sinnen heißt das wahrscheinlich politisch unkorrekteste Buch des Jahres hier in Deutschland. Sehr erfolgreich. Ich bedanke mich, dass Sie heute da waren und wir werden das weiter im Auge behalten. Danke. So, jetzt kommen wir